China ist dabei, sich zum wichtigsten Handelspartner für Lateinamerika zu entwickeln, hat die EU schon längst überholt und ist auch dabei, die USA zu überholen. Das aktuellste Beispiel dafür ist der Freihandelsvertrag zwischen Ecuador und China, der am 10. Mai von beiden Regierungen unterzeichnet wurde. Die Bedenken bei diesem und allen Freihandelsabkommen sind, dass sich die Handelsbeziehungen verstärken, aber auch die Ungleichheit zwischen den Partnern sich verstärkt. Dafür gibt es in den Beziehungen zwischen Ecuador und China ein gutes Beispiel. Das ist das Balsaholz, ein Baum, der fast nur in Ecuador wächst, mit sehr leichtem Holz, den China mittlerweile komplett aufgekauft hat, sodass da jetzt Plantagen angelegt werden müssen. Ecuador exportiert es für relativ wenig Geld nach China. China produziert damit die Rotoren für die Windräder und verkauft das als hochpreisige Hochtechnologie auf dem Markt, wo jetzt überall das für die Energiewende nötig ist. Der augenblickliche Präsident Ecuadors, Guillermo Lasso, ist ein neoliberaler Banker und hat bei den Verhandlungen zwischen China und Ecuador ausschließlich die Unternehmensinteressen vertreten. Die Unternehmen durften auch beratend dabei sein, während alle anderen Organisationen, gesellschaftlichen Organisationen und die Medien komplett ausgeschlossen waren. Deswegen haben wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung in Quito bei lateinamerikanischen Wissenschaftlerinnen, die sich sehr gut auskennen in den chinesisch-äquatorianischen Beziehungen, Analysen in Auftrag gegeben und die haben auch Zugang zu Interna aus den Verhandlungen bekommen, wo besonders bemerkenswert ist, dass die Themen Umweltschutz und Arbeitsrechte bei diesen Verhandlungen auf Wunsch Chinas komplett ausgeklammert wurden und nicht in einem Satz besprochen wurden. Zum Glück muss dieses Freihandelsabkommen noch ratifiziert werden vom obersten Gericht und von dem Parlament, sodass noch ein bisschen Zeit ist, dass die äquatorianische Gesellschaft überhaupt darüber informiert wird, was in diesem Vertrag steht und welche Interpretation und Kritik es daran gibt. Dazu hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Quito bei diesen Wissenschaftlerinnen eine Reihe von Analysen in Auftrag gegeben.